Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Entwurf des Staatsvertrags bzw. der Staatsvertrag, wie er uns jetzt zur Zustimmung vorliegt, zeigt so ein Stück weit das Wesen des staatsvertraglichen Kompromisses, dass das ganz offensichtlich nicht darin besteht, dass eine der 16 Vertragsparteien ihre Maximalforderungen durchsetzt. Man muss bei diesem Staatsvertrag gerade angesichts der Vorgeschichte aber auch durchaus beachten, wie weit die Positionen der Länder, die sich jetzt auf diesen Staatsvertrag verständigt haben, an einigen Stellen auseinanderliegen. Und das gilt auch nicht nur über Ländergrenzen, das gilt auch über Parteigrenzen hinweg, über alle 16 Länder. Ich will für die Beurteilung mit dem Artikel 5 anfangen, der Änderung am Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Da haben sich in den letzten Jahren die Unterschiede zwischen den Ländern ja sehr deutlich gezeigt. Wenn man sich anschaut, was beispielsweise Sachsen immer wieder in die Diskussion eingebracht hat, dann liegen zwischen dem, was die Kollegen von dort eingebracht haben in die Diskussion und den Positionen aus den etwas progressiveren Ländern, da würde ich Nordrhein-Westfalen auch dazu zählen, da liegen dazwischen Welten. Und das ist einfach das, was man berücksichtigen muss, wenn man über diesen Staatsvertrag hier heute debattiert. Ich hatte 2010 die Hoffnung geäußert, dass aus dem Scheitern des 14. Rundfunkänderungsstaatsvertrags eine grundlegende neue Debatte führen würde. Das ist zum Teil geschehen. Ich finde, das darf man an dieser Stelle schon festhalten. Nicht nur mit den Veranstaltungen, die wir hier auf der Landesebene gemacht haben, etwa dem JMSTV-Barcamp im Frühjahr 2011, sondern auch mit den drei gemeinsamen Online-Konsultationen der Länder und einigen Konsultationen, die die Länder ja auch in eigener Regie durchgeführt haben. Das ist durchaus ein Verfahren, das für Staatsverträge doch sehr, sehr transparent ist. Und ich bin denjenigen sehr dankbar, die sich eingebracht haben. Im Prozess sind ja auch eine Reihe von Vorschlägen immer wieder aufgenommen worden. Die inhaltlichen Veränderungen im JMSTV sind in der Tat nicht besonders tiefgreifend. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass die Befürchtungen oder einige Bedenken, die 2010 noch sehr berechtigt waren, sich inzwischen geklärt haben, auch im Staatsvertragstext geklärt sind. Es sind etwa im Entwurf explizit die Nutzerautonomie und die Freiwilligkeit bei der Jugendschutzsoftware festgeschrieben. Es ist Sorge getragen dafür, dass denjenigen, die keine Jugendschutzsoftware einsetzen wollen, daraus keine Nachteile entstehen. Und alles andere wäre für uns auch nicht vertretbar gewesen. Da verhält es sich dann so, wie es Professor Holznagel in der Anhörung richtigerweise festgestellt hat. Der Staatsvertragsgeber hält sich in diesem Bereich zurück, wo es nur um entwicklungsbeeinträchtigende, aber nicht illegale Angebote geht. Ich mache keinen Hehl daraus, ganz ehrlich, dass ich mir an einigen Stellen auch hätte vorstellen können, dass man zukunftsfähige, darüber hinausgehende Regelungen findet, etwa was Internationalisierung angeht, was auch stärkere Berücksichtigung von Konvergenz angeht. Nach den Debatten der letzten Jahre auch, dass es klug gewesen wäre. Das zeigt sich immer stärker, die Zuständigkeit für den Jugendmedienschutz in Telemedien auch durch den Bund regeln zu lassen. Dafür gibt es keine Mehrheit im Länderkreis, erst recht nicht mit den B-Ländern. Das muss man dann akzeptieren und dann muss man schauen, ist das akzeptabel, was ausverhandelt wurde oder nicht. Und wir kommen eben im Ergebnis dazu, dass es akzeptabel ist, nicht nur von dem her, was im Staatsvertrag steht, sondern auch von dem her, was darüber hinaus als Protokollnotiz festgehalten wurde, nämlich die Verständigung der Länder, dass sich alle Länder klar und deutlich positioniert haben, dass die Medienkompetenz weiter gefördert werden soll. Das ist ein Feld, was wir in Nordrhein-Westfalen sehr gut beackern, wo wir sehr gut aufgestellt sind, nicht nur durch den Medienpass, sondern auch durch die zahlreichen Projekte der LFM. Eine letzte Bemerkung zum Jugendangebot. Wir haben als Grüne diese zusätzliche Möglichkeit immer begrüßt. Sie schafft uns jetzt einen Rahmen, mit dem wir zusätzlich zum bestehenden Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine junge Zielgruppe erreichen können. Ich finde es überzeugend, dass der Landesjugendring diese Möglichkeit dann ja auch begrüßt hat, uns als
als Herausforderung noch die Heterogenität der Jugendlichen und Kinder ins Stammbuch geschrieben hat, auch durchaus erwähnt hat, dass man sich auch mehr hätte vorstellen können als online-only. Aber auch das ist eben das Wesen der Staatsverträge. Wir haben an einigen Stellen gute Regelungen, wir haben an einigen Stellen nicht unbedingt den großen Wurf. Im Großen und Ganzen ist dieser Staatsvertrag aber zustimmungsfähig. Vielen Dank.